Moin Leute, heute alles zum Thema aktives und passives RDKS-System. Dann befassen wir uns kurz mit den vier wichtigsten Themen. Was ist ein RDKS-System? Wo ist der Unterschied zwischen einem aktiven und einem passiven System? Wie werden diese Systeme angelernt? Und als vierter Punkt ein kleiner DF-Tipp, wie man bares Geld sparen kann. Das ist so ein RDKS-Sensor. Davon braucht man im Optimalfall vier Stück. RDKS bedeutet schlichtweg einfach Reifendruckkontrollsystem oder im Englischen TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Und dieser hat einfach die kleine Aufgabe, den Reifendruck in deinem Reifen zu prüfen und gegebenenfalls je nach Ausstattung den Luftdruck anzuzeigen oder auf jeden Fall in einem Kombi-Instrument Bescheid zu sagen, dass der Luftdruck nicht in Ordnung ist. Fangen wir mit dem passiven RDKS-System an. Fürs passive RDKS-System brauchst du eigentlich gar nichts, außer ein handelsübliches Ventil für deine Felge. Denn das System funktioniert komplett sensorfrei. Die Sensoren hast du nämlich schon, und zwar in deinem ABS-System. Wenn dein Reifen Luft verliert, verändert sich auch der Abrollumfang und das wird von deinem ABS-System erkannt und in deinem Bordcomputer bzw. in deiner Signallampe angezeigt. Du hast zwar nicht den Vorteil des aktiven RDKS-Systems, dass dein Fahrzeug dir deine genauen Reifendrücke sagt und auch nicht welcher Reifen ein Problem hat, aber immerhin, dass du ein Problem hast, sodass du schnell rechts ranfahren kannst und den Reifendruck angleichen kannst. Beim aktiven RDKS-System sieht das alles ein bisschen anders aus. Da haben wir zum einen, wie beim passiven System, handelsübliches Ventil und eine Sensoreinheit in einer kompletten Verbindung, die so in die Felge integriert wird. Jede Felge bekommt ein Ventil. Dadurch kann dein Fahrzeug im Gegensatz zum passiven System auch die Drücke in Echtzeit messen und in deinem Bordcomputer anzeigen und sollte ein Reifen mal zu wenig oder zu viel Luft haben, die auch genau sagen, welcher Reifen ein Problem hat. Kommen wir zu den drei Anlernverfahren. Das sogenannte Selbstanlernverfahren, das OBD-Anlernverfahren und das stationäre Anlernverfahren. Fangen wir mit dem Selbstanlernverfahren an. Wie der Name schon sagt, lernt sich das System im Grunde von selber an. Die Fahrzeuge, die es können, finden die Informationen meistens in ihrem Handbuch und haben in ihrem Bordcomputer sowieso die Funktion, ihre RDKS-Sensoren zu resetten. Durch diesen Prozess, wie es bei den meisten Fahrzeugen so ist, das kann bei vielen unterschiedlich sein, wird das System während der Fahrt, denke innerhalb von einer halben Stunde, bummelig, neu angelernt. Beim OBD-Anlernverfahren, da kommt ein Tester zu tragen, so wie dieser kleine handliche Tester hier, der wird mit dem OBD-Stecker an dein Fahrzeug angeschlossen und überträgt die Informationen von den Sensoren direkt in dein Steuergerät. Ohne diesen Schritt kann es nicht funktionieren. Das bedeutet für dich auf jeden Fall zum Reifenhändler oder in die Werkstatt fahren. Genau wie beim stationären Anlernverfahren. Ist im Grunde genommen derselbe Schritt, nur werden die Sensoren nicht in dein Steuergerät einprogrammiert, sondern einfach in den Fahrzeugspeicher. Aber auch in diesem Fall, der Weg in die Werkstatt lässt sich nicht vermeiden. Und nur noch ein kleiner Tipp, unsere Sensoren können überall angelernt werden. Egal ob Vertragswerkstatt, freie Werkstatt, der Reifenhändler um die Ecke oder direkt bei uns vor Ort. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, dann könnt ihr uns unter dieser Telefonnummer oder unter dieser E-Mail ganz einfach erreichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.